Also ein herzliches Willkommen an euch alle. Und ich bin die Christa und ich freue mich, heute die Gastgeberin oder der Host zu sein für die liebe Ingrid, die von der Fatma interviewt wird. Und mit einem ganz Thema, das mir persönlich auch sehr liegt, aber das wird euch die Ingrid jetzt dann gleich erzählen. Ich möchte euch nur noch gerne darauf hinweisen, wenn ihr Fragen stellen wollt und dabei nicht gesehen werden wollt oder auch euren Namen nicht preisgeben wollt, bitte dann macht euch unkenntlich. Jetzt kommen mal so lauter blöde Ideen, ihr könnt auch eine Maske überziehen oder so irgendetwas. weil die Videos werden nicht geschnitten und was drauf ist, ist drauf. Also bitte einfach wisst, dass das so ist. Und ihr könnt natürlich gerne Fragen stellen und dann sagt halt einfach keinen Namen und nichts. Dann passt das schon. So, los geht's ihr zwei. Dankeschön, liebe Christa, für diese mega Einführung. Vielen Dank. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig darauf, Ingrid Schönrauf heute interviewen zu dürfen. Welch Freude. Passend zu unserem Thema. Die Ingrid wird gleich ein bisschen, denke ich mal, über sich selber auch erzählen. Aber ich möchte das Thema schon jetzt einmal ansprechen, was du dir ausgesucht hast, liebe Ingrid. Und zwar darf dein Leben auch Spaß machen. Herzlich willkommen, Ingrid, hier in Bewusstsein einfach und leicht. Dankeschön. Ja, danke, liebe Christa. Danke, Fatma. Es ist mega, von euch empfangen, begrüßt und zu werden. Und dass ihr den Anfang macht, hey, finde ich super cool. Ich hatte auch schon mal die Ehre, Host zu sein. Interviewer bin ich auch demnächst. Freue mich auch schon riesig. Ich finde die ganze Serie unglaublich spannend und interessant und so eine coole Möglichkeit, wirklich auch Leute kennenzulernen und auch vor uns CFs, dass wir die Möglichkeit haben, uns ein bisschen vorzustellen. Und mega, dass es danach dann eben auch noch auf YouTube gefunden wird. Und ich glaube, Podcast wird es auch noch eingestellt, aber da bin ich jetzt nicht so der Profi. Ja, also darf dein Leben auch Spaß machen. Ein für mich mega cooler Titel als Deutsche, die nie eine sein wollt. Ich finde, dass das mit dem Thema schon mal ganz viel abdeckt. Allein mit der Frage holt man Dinge hoch, wo man denkt, wow, ist mir auch so gegangen, als ich den Titel für mich gefunden habe, mit was ich heute hier starten möchte. Aber bevor wir vielleicht zu dem was sagen, ganz kurz zu mir. Ja, bitte. Also ich lebe in Deutschland, in Süddeutschland, im Allgäu, mit meinem Mann und meiner ältesten Tochter. Wir führen zusammen ein kleines Landhotel, manche von euch wissen das schon. Wir haben auch einen schönen Seminarraum, manchmal ist er fast zu klein. Das wusste man aber damals noch nicht, dass auch Access-Seminare kommen, wo mehr Leute dabei sein würden. Das war noch vor der Zeit, wo ich Access kennengelernt hatte. Und dieser Seminarraum hat eine wunderschöne Aussicht und da hat auch schon ganz schön viel von Access stattgefunden, sowohl was ich selbst gegeben habe, als auch die Romana oder andere Facilitatoren aus Deutschland, aus Österreich, aber auch aus aller Welt, sogar schon bis aus Australien. Also manchmal haben wir auch wirklich sehr, sehr spannende Gäste da. Das war auch meine Absicht. Ich habe vor 2 Jahren gewählt, was wird es brauchen, sowohl Seminarteilnehmer als auch Hosts und als auch Facilitatoren aus aller Welt bei uns zu haben. Genau. Ingrid, ich muss sagen, ich habe meinen allerersten größeren Kurs, es war damals ein Foundation-Kurs, auch bei euch gemacht, vor vielen, vielen Jahren. Und da haben wir uns ja schon eigentlich kennengelernt und wirklich auch wirklich gern haben gelernt. Also wir haben uns gesehen und es war so wie zu Hause ankommen und man geht halt 4 Tage doch so durch alles Mögliche bei einem Foundation durch und du mit deiner Präsenz, mit deiner Energie und natürlich Romana und der Axel, ihr seid einfach so herzlich und einladend und also einfach durch euer Dasein kann man schon so viel fallen lassen. Und das bewundere ich immer schon an dir, dass du mit deiner Präsenz, mit deiner Freude, mit deinem Lachen wirklich eine Einladung bist schon für was anderes. Weil
Wir sehen es ja. Ich meine, du hast das Thema Spaß ausgesucht und du hast es gerade selber schon gesagt. Das ist halt nicht so das Normale in unserer Welt. Ja, Spaß. Und ich weiß, wie viel Freude du selber hast, wenn du facilitierst und Kurse gibst. Und ich mag es einfach, ich muss es einfach persönlich gerade sagen, wie sehr ich mit dir kreieren und mit dir einfach auch zusammen sein mag. Danke dafür. Danke für dein Sein. Dankeschön. Hey, danke Fatma, das war jetzt echt wow. Ich habe mir gerade gedacht, gut, dass ich die Access Tools kenne, bei Jan Senken empfangen. Dankeschön. Ja, der Kurs damals, wo wir uns kennengelernt haben, das war der größte Foundation, der bei uns am Ort stattgefunden hat. Und da mussten wir sogar ein neues Venue suchen, weil unser Raum definitiv zu klein war. Also vielleicht hätte es gepasst, wenn wir es ein bisschen reingeschoben hätten. Aber wir haben ein anderes Venue gehabt und es hat auch Spaß gemacht. Das war wirklich super interessant. Und da war ich ganz am Anfang meiner Access-Karriere und habe die Tools rauf und runter verwendet. Das war echt interessant. Ja, vielleicht dazu noch. Ich habe meinen ersten BAS-Kurs im April, am 8. April 2015 gemacht. Warte, bevor du anfängst, um Kurs zu reden, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Mich interessiert das. Warst du auch, wie so viele anderen, schon so ein wahrnehmendes Kind und hast so viel wahrgenommen und warst so irgendwie verloren, glücklich, unglücklich, was auch immer? Was ist da deine Geschichte? Ich mag die so gern hören. Also als ich zu Access kam, ging es mir für die meisten Leute, die ich kannte, einfach schon viel zu gut. Also ich gehöre nicht zu den Leuten. Ich gehöre nicht zu den Leuten, wo Access so aus dem Dreck gezogen hat, sondern ich bin damals schon, also mir ging es richtig gut. Wir hatten das Landhaus, wir haben das ohne Access-Tools zu kennen, mein Mann und ich aus dem Nichts kreiert, würde ich mal sagen. Und jeden Tag so überlegt, wir haben gesagt, liebes Universum, wenn wir es nicht behalten dürfen, dann nimm es zurück. Aber bitte lass noch uns so lange da wohnen, bis mein Papa, der damals sehr alt war und bei uns gelebt hat, dass er einfach hier noch, also dass er nicht nochmal umziehen muss. Lass ihn bitte hier sterben, wann auch immer das sein wird, er darf auch nur lang leben, aber lass uns bitte nicht umziehen müssen, bei ihm möchte ich es nicht antun. Aber ansonsten, ich will das Land haben, das Haus, ich bin bereit zu arbeiten. Wenn es nicht für uns gedacht ist, dann gehen wir auch wieder. Das habe ich 1,5 Jahre jeden Morgen gemacht. Wow. Also wow. Ich will es und Universum nimmt es zurück, wenn es für uns nicht gedacht ist. Und dann haben wir dann endlich die Finanzierung stehen gehabt, obwohl wir vor 1,5 Jahren schon gekauft hatten. Genau. Ja, es war eine spannende Zeit und dann war das alles in trockenen Tüchern und dann kam Access. Und zwar durch den Dane, durch sein Buch. Echt? Ja, ich bin nicht umsonst im Bücherdessel. Also ich habe das Buch kam im Oktober 2014 raus in Deutsch. Und ich sehe dieses schwarze Cover mit dem Dane vorne drauf und denke mir, wow, der hat so viel Mut, dass er sich vorne selber ablichten lässt. Das ist ganz untypisch im europäischen Bereich, vor allem im amerikanischen ein bisschen üblicher, dass die hinten am Cover zu sehen sind, aber nicht vorne drauf. Und dachte, boah, der muss cool sein, der Typ, der Titel ist auch cool, das nehme ich mit in Urlaub. Und dann habe ich es im März 2015 gelesen und dachte danach, ich muss nach Brisbane fliegen, weil da hatte er im Mai 2015 einen BAS-Kurs. Ich habe die Access-Seite erst viel später entdeckt. Ja. Und bist du geflogen? Ja, klar. Wow! Das war so nach dem Motto, nee, ich bin da nicht, ich wäre hingeflogen. Ja. Also ich habe dann woanders einen Kurs gefunden, den mir dachte, ist schon ein bisschen weit. Ich saß da im Büro, ein bisschen weit ist es schon, aber ich will den BAS-Kurs haben. Mhm. Der Clou war, ich habe ihn dann gemacht online. Und zwar habe ich einer Freundin den BAS-Kurs geschenkt, die hatte kein Geld. Und habe gesagt, du, ich will den haben und der wird ja nur angerechnet, wenn zwei zahlen die Teilnehmer. Und damit war der Dane mein dritter BAS-Kurs, dann war ich BAS-Facilitator. Wow. Ja, genau. Wow. Okay, und damit hat deine Access-Karriere begonnen. Ja, und ich habe das Buch rauf und runter verwendet ab dem ersten Tag und es hat alles funktioniert. Und ich war total perplex. Und die Kurse, muss ich sagen, haben das Ganze, die haben dem den i-Tüpfelchen verliehen, weil der Kurs selber war durch die Menge an Menschen, ich mag kleine Kurse, ich mag große Kurse als Teilnehmer, auch als Facilitator, es hat alles seine Daseinsberechtigung für mich und manche Kurse haben dann wirklich
das, was im Buch ja stand und was ja auch an Tools schon bekannt war, nochmal so potenziert. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn jetzt jemand kein Geld hat für Kurse, hey, lest das Buch, verschenkt es, mega. Es kann wirklich jeder damit schon viel anfangen. Und dann auch kann man sich auch, finde ich, durch die Fragen die Kurse kreieren. Aber die Kurse selber, das ist ungefähr so, wie wenn du ins Bett liegst und dir vorstellst, du wirst massiert, oder wenn du halt echt eine Massage kriegst. Unterschied, auch wenn nur ein kleiner, aber es ist ein Unterschied. Ja, die ganzen berühmten Leute, die auch Skirennen gewinnen, die trainieren auch mental auf der Couch. Also ich glaube, wir mögen es auch wirklich berührt zu werden. Ne? Ja, und das mit dem Spaß ist so, das kam mir natürlich bei Access super gelegen, dass klar laufen da auch mal Tränen und es wird auch mal gejammert und geschrien, und der Dane spricht dann von, er hat heute seine Cranky Pants an, also auf Deutsch gesagt, er ist einfach angepisst und scheiße drauf. Das passiert hier auch. Aber die Erlaubnis und die, nicht nur die Erlaubnis, sondern die wirklich die Idee, happy zu sein. Ich finde, für happy gibt es übrigens in Deutsch kein wirklich gescheites Wort. Weißt du eins? Nö, es würde ja eigentlich übersetzt werden mit glücklich sein, aber es reicht nicht ganz. Nee, es passt nicht ganz. Und dann dachte ich mir, naja, es ist schon auffällig. Wir haben ja ein Hotel, bei uns sind ja Urlaubsgäste. Da gibt es auch Fröhliche, ja. Manche, die werden erst fröhlich, wenn sie getrunken haben. Manche kommen schon fröhlich rein. Und manche, bei manchen hilft auch der Alkohol nichts. Also da muss ich wirklich alles aufbieten, was ich zu bieten habe, dass die mal das Lächeln anfangen. Da denke ich mir, meine Fresse. Also darf man wirklich bei uns Spaß haben? Ich frage mal dich, darf man denn Spaß haben? Gute Frage, darf man denn Spaß haben? Und vor allem, was heißt denn Spaß? Erzähl uns mehr, was weißt du über Spaß, Ingrid? Spaß ist in Deutschland sowas, das hat man, wenn dann höchstens nach der Arbeit, gell? Ja, wenn überhaupt, ja. Ein bisschen, da fällt mir ein bisschen Spaß muss sein. Wer war denn das nochmal? Ich weiß es nicht, aber es war auf einmal so da. Das gab es, als ich Kind war. Meine Mutter hat das angeschaut, genau. Irgendwie Schlagerparade, irgendwie so. Ja. Dieter Thomas Heck oder so ähnlich. Das war der Moderator, gell? Genau. Ja, und dann Spaß haben ist sowas, wo ich jetzt auch Leute kenne, die sagen, das hat was mit Oberflächlichkeit zu tun. Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, Spaß ist sowas, nichts Tiefgründiges. Also Freude wäre das quasi das Gesattere, das Erlaubtere. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und Spaß ist sowas Leichteres, sowas Schnelllebigeres, sowas. Flüchtig, so wie im Fasching oder Karneval. So. Jetzt haben wir ein paar Tage, wo wir Spaß haben dürfen, und dann ist es rum. Dann fängt wieder der Ernst an. Genau. Ja, so. Genau, und wir haben es ja mit dem Karneval. 13. Januar ist, glaube ich, Karneval, gell? Wir dürfen also gerade. Wir dürfen Spaß haben, ist erlaubt. Wir werden hier nicht in weiße, sag schon, wie heißt's? Ja, diesen Jacken, die man da so hinten zusammenknotet ab. Genau. Ja, und von dem her wirklich mal die Frage sich zu stellen, darfst du in deinem Leben Spaß haben? Darf dein Leben dir Spaß machen? Und darfst du es auch zeigen? Naja, was dann bei mir gleich kommt, Ingrid, ist auch, Spaß ist oft schon als Kind Lachen, Spaß und freudelig sein, ist einfach da, das ist zu viel. Mhm. Ja, jetzt stell dir mal vor, wir gehen in die Schule und wir hätten da Spaß. Mhm. Ich meine, was hätte man uns denn erzählt? Wie war es denn bei dir? Hattest du in der Schule Spaß? Ja, ich bin im Gegensatz zu vielen anderen Kindern gerne in die Schule gegangen, weil mir war es daheim käslangweilig. Also ich war lange Einzelkind. Mein Bruder ist 9 Jahre jünger als ich, und ich habe mir gedacht, endlich das Leben. Ich habe auch noch im Dorf gelebt, in so einer kleinen Straße, wo lauter Rentner gewohnt haben. Also von dem her war für mich Schule tatsächlich Spaß, und ich habe auch gern gelernt, und ich tue es bis zum heutigen Tag, Neues gerne lernen. Ja. Also von dem her, allerdings, ich habe es nicht so gezeigt damals, weil ich hatte das Thema... Als ich Kind war, ich hatte früher nur hellere Haare, die waren so richtig schön karottenrot. Und das war jetzt nicht so cool. Also ich habe immer eher geschaut, nicht so aufzufallen. Für mich war tatsächlich bei Access
die Herausforderung, diesen Spaß, den ich habe, dem zu zeigen, dass die Leute mich sehen. Und es wird zum heutigen Tag ein Thema, gesehen zu werden. Ja? Also das ist wie praktisch mit den Access Tools oder mit Access hast du deine Genehmigung gehabt. Es ist okay, Spaß zu haben. Ja, so Freude, Spaß zu haben. Ja, und das den anderen, also davor habe ich mir das schon selber erlaubt, aber dass das auch sichtbar sein darf. Und wenn es jemand nicht gefällt, muss er nicht da sein. Er muss nicht hinschauen, er muss mich nicht toll finden, das ist mir wurscht. Aber es war trotzdem so eine Hemmschwelle, sichtbar zu werden, ja. Also mit dem Spaß, mit der Freude. Dann stell dich mal hin und sag, hey Leute, mir geht's gut, mir ging es schon gut, als ich Access kennengelernt habe, jetzt geht es mir noch besser. Und was ist darüber hinaus noch möglich? Das ist ja für viele Leute schon ganz schön eine, eine Herausforderung, das sich anzuhören, gell? Fast schon Bedrohung kommt ganz stark bei mir. Genau. Und das ist so unnormal, ich weiß nicht, ob ich was mit ihr zu tun haben möchte. Das kommt. Und das Und ich habe ja durchaus einen ganz normalen Job, wo man auch mehr 18 Stunden harte Knochenarbeit anstehen. Und auch das, also wenn es mir keinen Spaß mehr macht, höre ich auf. Mhm. Ja. Wow. Was würdest du denn sagen? Ich meine, du bist so eine super spaßig, freudige Person. Ich kenne dich ja auch, viele von uns hier, die zuschauen, kennen dich vielleicht. Aber was würdest du denn den anderen hier, den Zuschauern und auch später die Zuschauer mitgeben? Ich meine, was ist es, was diesen Spaß uns nicht erlaubt, diesen Spaß zu haben? Was sind da die Ansichten dahinter? Und vielleicht magst du sogar ein bisschen mit uns hier ein bisschen clearen und aufräumen da, dass wir uns das alle mehr noch erlauben. Also damit es nicht ganz so nur rosarot rüberkommt, gell, ich bin ja ganz normal. Ich saß auch schon morgens um 5:30 auf den Treppen an meiner Küche und habe gedacht, bin ich eigentlich des Wahnsinns? Jetzt muss ich Frühstück für 26 Gäste machen. Was hat mich denn da geritten, das zu tun? Und war überhaupt nicht gut drauf und auch nicht so witzig wie jetzt. Und habe mir gedacht, so ein Scheiß, was habe ich mir hier eingebrockt? Ich habe keinen Bock, ich bin auch kein Frühaufsteher, muss man dazu sagen. Und mein Mann, Bert, war der Frühaufsteher, der hat sich aber eine Anziehfirma kreiert. Das heißt, der war nicht da und dachte mir, super. Und wenn man das halt so mehrere Tage hintereinander macht, kann das auch ganz schön nerven. Und dann saß ich echt auf der Treppe und habe mir gedacht, so Moment, stopp. Wer hat dich denn gezwungen, dieses Landhaus zu kaufen? Niemand. Okay, wer hat denn gesagt, dass du hier Frühstück anbieten musst? Niemand. Meine Tochter schreibt hier gerade normal, war sie noch nie. Ja, ja, gebe ich zu. Stimmt. Und dann kam so Stück für Stück, dass alles, was ich gerade jetzt in diesem Moment vor mir habe, war alles meine Wahl. So, und das heißt, überall, wo wir so ein bisschen damit klemmen und nicht so happy sind erstmal und auch keinen Spaß haben, was hält euch davon ab, dich davon ab, mich davon ab, erstmal zu gucken, okay, Wahrheit, war das meine Wahl oder war das eine Folge meiner Wahl, dass ich jetzt genau diese Situation habe? Und alles, was euch jetzt nicht erlaubt, das mal diese Frage zu stellen oder anzuerkennen, dass jede Situation, jede Stimmung, alles, was auch klemmt und alles, was auch fließt, eine Folge irgendeiner Wahl ist, die ihr irgendwann mal getroffen habt. Können wir das mal bitte stellen und klären? Ja. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. Und dann kommt oft sofort der Kritiker, der Innere, und sagt, ja, du doofe Kuh, du dummer Hund, wie konntest du nur? Also ich spreche jetzt mal wirklich so, was wir dann selber auch im Kopf haben. Ja, wir reden ja dann nicht Hochdeutsch und diese Wörter sind dann einfach auch da. Ja, okay, und wenn das hochkommt, einfach gleich nochmal, hey, stopp, Moment. Raus aus diesem ganzen Bewertungsscheiß. Das kommt hoch, das ist vollkommen normal, das kommt auch bei mir hoch. Und dann ist die Frage, was mache ich damit? Mache ich es signifikant, groß und wertvoll und wichtig und fange an, mich zu beschimpfen, mich zu bewerten und mich für dumm oder sonst was zu halten? Oder schaffe ich in dem Moment eine Situation, wo man denkt, so, was wird mir jetzt passieren, wenn ich das loslasse? Mhm. Okay, es kam hoch, ich war dumm, dass ich mir so eine Situation kreiert habe. Was war richtig daran, ist jetzt erstmal wurscht, aber wenn ich die kreieren kann, kann ich jede andere kreieren. Bloß mit der Eigenbewertung in dem Moment erstmal nicht. Mhm. Also, ich habe echt so über die Jahre auch in vielen Kursen, bei vielen genialen Mentoren so kleine Sachen aufgeschrieben, die mir echt hängen geblieben sind.
Und der Brandon Watt hat mal beim COP, bei seinem ersten, den er allein gehalten hat, gesagt, okay, mit diesem Eigenbewertungsscheiß. Der hat ein ganz witziges Beispiel genommen. Er sagt, da gehst du in der Früh an einem Spiegel vorbei und denkst, mein Gott, habe ich einen fetten Arsch? Und dann sagt er, und wenn du das gedacht hast, ist er dann kleiner geworden. Das ist gut. So, genau. Oder mit der großen Nase oder was auch immer, wer halt bei sich auszusetzen hat. Oder auch mit Kreationen. Ich habe das dann echt übersetzen können in sowas wie das Frühstück, da halt keinen Bock aufzustehen, mir stinkt es, mir reicht es, ich mag nicht mehr, ich brauche Pause, was auch immer. Okay, stopp, ich habe es kreiert, dann kommt sofort, ja, wie schön blöd. Das kommt einfach. Hey, wir sind alle so. Die Frage, wem gehört's, hilft an der Stelle nicht, ja, weil es ist da in dem Moment. Und natürlich meinst du erstmal dich dabei. Und dann zu überlegen, okay, jetzt kommt die Bewertung hoch, lass ich sie einfach ziehen und sage, und alles, was das ist und was das kreiert hat und alles, was ich da biomimetisch und biomimetrisch von meinen Eltern, Vorfahren, der Gesellschaft übernommen habe, erstmal mich für dumm zu halten. Können wir das bitte auch mal alles zur Stirn umkriegen? Ja. Bei Rockwood, bei Pepperpock Online, George Boys und Beyonds. Und ich habe da ganz viel auch von anderen Nationen gelernt, die mit vieler Leichtigkeit hinstehen und sagen, ja, das habe ich verbockt. Kennt ihr so Leute? Also ich weiß nicht, wahrscheinlich Christa, in Österreich wird es ähnlich sein wie in Deutschland. Der Schweiz weiß ich, ist es auch so, da weiß ich es von, da bin ich öfter, dass wir schon nicht hinstehen und sagen, ja, habe ich verbockt und jetzt? Sondern wir müssen sofort eine Erklärung finden, warum das vielleicht passiert sein könnte, einen Schuldigen suchen, also Mausen am besten. Also es sind dann schon also auch sehr, sehr unterschiedliche Gepflogenheiten, wer wie wo lebt. Und das kann man echt üben und es kann auch anfangen, Spaß zu machen, hinzustehen und sagen, ja, das habe ich falsch gemacht. Aber damit sprichst du was ganz Gutes an, weil wir zum Großteil, ich glaube, ich würde sagen 99,9 der ganzen Weltbevölkerung funktioniert aus richtig und falsch heraus. Ja. Ich muss richtig sein oder ich muss falsch sein. Und dann ist es halt ein bisschen schwer mit der Freude, gell, wenn ich da drinne stecke. Ja. Und es ist aber auch nur so, dass es Länder gibt und Nationen gibt, wo es leichter ist, hinzustehen und zu sagen, ja, das war jetzt nicht gut, das machen wir jetzt nochmal. Oder, also nicht gut heißt jetzt im Sinne von, es hat nicht funktioniert. Aber in dieser normalen Sprache reden wir ja weiterhin von gut und schlecht. In Access meinen wir es nicht mehr, aber wir müssen uns auch nicht geschraubt reden im Außen. Ja. Wenn ich zu meinem Zimmermädchen sage, ja, das war jetzt, da habe ich jetzt eine falsche Sichtweise gehabt, jedenfalls habe ich jetzt eine interessante Sichtweise gehabt, dann schaut sie mich an und denkt, sie spinnt sie jetzt. Das sage ich halt, okay, das war jetzt eine falsche Idee von mir, aber ich kaufe mir das falsch nicht mehr ab. Ja. Ja. Und es geht auch nicht darum, jetzt hinzustehen und immer nur zu sagen, ja, da war ich nicht da, das hat nicht geklappt. Das kreiert ja auch nicht, also die Frage ist immer, was möchte der Einzelne von uns für sich und für die Welt kreieren? Und ich denke, ein gesundes Maß in jedem Fall wäre halt hilfreich. Und mir ist es schon sehr lange schwer gefallen, hinzustehen und zu sagen, ja, das habe ich nicht drauf gehabt, das habe ich vergessen oder das hat nicht funktioniert. Mhm. Und wie viel Leichtigkeit ist aber plötzlich drin und auch für die anderen die Erleichterung, du gibst ihnen ja dann auch die Erlaubnis, dass mal was nicht klappen kann. Mhm. Und die Christa hat gerade ins Chat vorher reingeschrieben, habe ich gesehen, oder die entschuldigen sich dann oft auch zehnmal oder wir selber uns für eine Sache und oder denkst, naja, bei der Entschuldigung muss ich ja erstmal anerkennen, dass ich eine Schuld dran habe. Gell? Wie wäre es, wenn ich einfach eine Wahl getroffen habe, die nicht funktioniert hat? Ja. Oh, hier ist noch von der Annie. Die Annie hat geschrieben, ist ja auch nicht leicht, wenn man ab dem ersten Tag nach der Geburt bewertet wird, schreibt sie. Oh ja. Ja, das und alles, was das hochholt, können wir das gleich mal zur Stirn umkreieren. Bei Drumwood, Badford, Pop Online, Shorts, Boys and Beyonds. Und übrigens nicht nur am ersten Tag, wenn du selbst geboren wirst, sondern vielleicht haben einige von euch auch selber Kinder. Auch wenn du ein Kind auf die Welt bringst, wirst du sofort bewertet. Für alles, was bei der Geburt funktioniert hat und für was nicht. Also ich habe zwei Kaiserschnittkinder. Ich war auf Deutsch gesagt zu blöd, ein Kind zu bekommen. Das hat mir meine Schwiegermutter auch so gesagt. Wow. Ja, die war eine mega geile Frau, aber an der Stelle,
Hinterher habe ich kapiert, die hat sich einfach gesorgt, die hat einfach nicht gewusst, wie sie das umsetzen soll. Und für sie war immer, die Frauen haben einen Kaiserschnitt und keine Jungen, aber ist ja wurscht. Und also wie viele Bewertungen auch um das Thema, nicht nur wie das Baby wird bewertet, sondern auch das ganze Prozedere. Mhm. Und alles, was da jetzt in euren Körperzellen abgespeichert ist von eurer eigenen Geburt, wie eure Mama vielleicht bewertet wurde und wie viel davon habt ihr schön, weil ihr es konntet, auf euch genommen? Oh mein Gott. Kümmert das mal alles, was gar nicht eure Bewertung war, aber was ihr einfach, weil ihr es konntet, übernommen habt. Kümmert das mal bitte alles zustande und kreieren. Ja, bitte. Puh, right on, go bed, pop, online, shorts, boys and beyonds. Anni schreibt, oh ja, und auch bei der Entstehung und Schwangerschaft. Ja, es geht natürlich nur früher los, ja. Mhm. Also überall, wo hier, ja, machen wir doch gleich, hey, wenn es hochkommt, dann machen wir das jetzt. überall, wo Bewertungen vom Moment der Zeugung an, wo ihr gezeugt wurdet, bis hin zum jetzigen Tag, Bewertungen auf euch kamen von euren Eltern. Unabhängig davon, ob sie nur leben oder nicht, das spielt keine Rolle. Und überall da, wo ihr aber Bewertungen, weil ihr einfach ein Beitrag sein wolltet, bewusst oder unbewusst, von euren Eltern rausgezogen habt, die gar nicht eure sind, können wir das mal alles jetzt mit Bewusstsein an alle Absender zurückschicken und alles andere zerstören und kreieren und alle Referenzpunkte und alle Punkte der Ordnung. Alle dreifachen Sequenzsysteme, die das ständig aufs Neue produzieren, alle Möbiusbänder, right, wrong, good, bad, pop, online, shorts, boys and beyonds. Halleluja, sage ich da. Wow, das war ein super Clearing. Danke, Ingrid, danke. Die Christa schreibt hier ganz, ich wusste nicht, dass man eine Geburt richtig oder falsch machen kann. Siehst du, Christa, selbst Geburten gehen richtig oder falsch. Was glaubst du, was alles nur richtig und falsch geht? Ja. Und auch wenn man keine eigenen Kinder jetzt hat, aber du bist einfach als Kind bei deinen Eltern ja geboren. Und auch da, wie gesagt, wenn deine Mama bewertet wurde, was sie falsch gemacht hat in der Schwangerschaft, bei der Geburt, das kriegen wir ja unweigerlich mit und ziehen es uns ganz schön rein. Gell? Also ganz, ganz kleines Beispiel. Ich bin geboren worden am Abend und kam sofort von meiner Mutter weg, war 2 Wochen im Krankenhaus, damals ja auch noch ohne Eltern. Und die schöne Sache dabei, also die gute Sache, bis zum heutigen Tag, wenn ich in der Krankenhaus gehe, fühle ich mich pudelwohl und ich rieche gerne Desinfektionsmittel. Mhm, also für mich ist das Heimkommen. Und es ist ja nichts Falsches. Also ich mal denke immer mal, ja, also ich habe mit dem Krankenhaus echt kein Thema. Also auch jemand besuchen. Also es können ja, also ich wollte damit nur sagen, also Dinge, die immer so als das große Problem und Schicksal und Drama und was weiß ich, können auch so einen Nebenaspekt haben. Was mir ganz oft auffällt, Ingrid, und ich frage mich, was du dazu sagst, ist gerade zum Thema Spaß, wenn man so fragt, naja, wenn die Leute in Kursen oder so über ihre Problemchen reden und man sagt dann, naja, wie alt bist du, wenn du das hast? Mhm. Kommt ganz viel 3. Ja, es kommt oft wenig Geburt und so, aber 3. Und dann, was war mit 3? Und die meisten sagen, da bin ich in den Kindergarten gekommen. So, was weißt du darüber und wie kann man das verändern? Ist es das, wenn wir in den Kindergarten kommen, dass da auf einmal schon dieser Ernst des Lebens anfängt? Und die vorhin hat die Andrea geschrieben, wo würde denn der Ernst des Lebens bleiben? Der ist doch dann beleidigt, wenn sich niemand um den Ernst kümmert. So. Ja, und die ganzen Männer, die alle Ernst heißen, können wir mal von denen all diese ganzen Definitionen runternehmen. Und alles, was das nicht erlaubt. Right on, good bad, pop, pop, online, shorts, boys and beyonds. Weil wo du gerade mit dem Ernst des Lebens, habe ich wirklich bildlich den Mann vor mir gesehen, der halt so heißt. Mhm. Und überhaupt, wo wir überall Namen haben, die irgendwelche Bedeutungen auch haben oder in der Sprache verwendet werden. Ja, wie wäre es, wenn wir uns da einfach noch mehr bewusst waren und alle Definitionen und alles, was da drauf lastet, immer wieder pott und pocken, bis es sich leicht anspürt.
Ja, das mit dem 3, das ist, ich glaube, die meisten kommen wirklich mit 3 in den Kindergarten. Entscheidend ist halt, du kommst eigentlich aus der Familie raus in ein völlig neues Feld. Vorher bist du ja meistens innerhalb der Familie unterwegs, vielleicht nur Nachbarn und Freunde, aber der Kreis ist relativ klein. Und ich kann mir, was ich mitgekriegt habe bei solchen Sachen, ich glaube, es ist sehr individuell. Bei den einen ist es eher diese Konditionierungen, wie viele Drohungen haben stattgefunden. Da fängt dann der Ernst des Lebens an, da musst du dann folgen, vor allem bei Kindern, die daheim nicht gefolgt haben, was halt Humanoids, glaube ich, ihr fast alle betrifft, gell, dass die zu laut und zu bunt und zu schnell und überhaupt waren. Und die Frage, die ich mir stellen würde, wie frei hat man das erlebt, in den Kindergarten zu kommen? Also war es wirklich eine Freude, so nach dem Motto, wow, da geht was Neues los, ein neuer Abschnitt in deinem Leben. Also ich glaube, in der Generation, wo ich war, war das nicht so. Da war das eher die Drohung. Ja. Das betrifft sicher viele. Und dann gibt es ganz viele individuelle Geschichten, wo man echt bei jedem Einzelnen gucken muss. Der eine fühlt sich von der Familie verlassen, der nächste rausgeschmissen, der andere hat das Thema, dass er praktisch mit was Neuem nicht gut umgehen kann, weil das die Eltern schon nicht konnten. Oder, also ich glaube, da gibt es dann ganz viele, viele, viele Differenzierungen. Und selbst im Kindergarten, da gibt es ja auch Gruppen und Leiter, wo es echt Spaß macht für die Kinder. Dann merkst du, die Kinder haben Spaß. Und dann gibt es natürlich auch vielleicht Kindergärten, wo das eher nicht so ist. Also ich kann mich nur erinnern, bei uns nicht mehr, aber ich glaube, bei meiner Mama noch, da gab es nur viele Nonnen, wo die Kindergärten geleitet haben. Also es war wirklich eine andere Zucht und Ordnung, als heute üblich ist. Ja, da ist dann halt kein Spaß mehr. Da ist dann wirklich dieses Gehorchen und Folgen und Tun, was man dir sagt. Ja, genau. Und dann kommen wir heute in dieses Alter, was wir sind, und dann auf einmal, ja, darf dein Leben auch Spaß machen. Dann ist das ja ein total weltfremdes Konzept auf einmal, was du hier uns offenbarst. Ja, und für mich aber auch so spannenderweise, wenn das könnt ihr mal ausprobieren. Ich kann euch nur ermutigen, das zu tun. Es gibt ja auch im Alltag Dinge, wie zum Beispiel du gehst am Flughafen und checkst einen für einen Flug, und manchmal hast du einen sehr freundlichen Menschen vor dir sitzen, der dich eincheckt. Und manchmal denkst du, oh mein Gott, mag seinen Job auf jeden Fall mal nicht. Oder an einem Amt oder in einem Laden. Probier mal aus, da kann man super die Access-Tools verwenden. Welche Tools wirken hier? Was kann ich hier sein, tun, sagen, machen, dass der Gegenüber von mir anfängt, Spaß, zumindest in der Situation jetzt, zu haben? Also da kann man so echt so ein Spiel draus machen. Also wenn es nicht gelingt, okay, ist ja wurscht, Versuch war es wert. Also für mich ist es so, das langweilt mich dann eben auch nicht, bis der fertig ist mit dem, was er tun muss. Also ich habe irgendwas zu tun. Die Menschen, die mit mir reisen, finden es zum Teil witzig, weil ich dann denen Zeug erzähle. Romana sagt dann manchmal, Mensch Mama, das ist doch, die versteht dann gar nicht, warum ich das alles nur dazu erzähle. Und mir ist dann letztens aufgefallen, das ist Teil von dem, die in irgendeiner Form aus ihrer Box zu holen. Manchmal gelingt. Und auch vielleicht wirklich eine Verbindung herzustellen und sie in die Präsenz zu bringen, ja. Kommt bei mir da auch. Weil wie will ich denn spaßig sein, Freude haben, lachen, wenn ich nicht präsent bin? Ja, und es geht ganz schnell. Das heißt nicht, dass du da eine halbe Stunde einplanst. Das sind oft zwei Sätze, die vielleicht persönlicher sind, als üblich ist an der Stelle. Und dann bringst du damit schon aus dem Konzept und es passiert was. Und das ist das, was mir Spaß macht. Also das heißt, dieses Verändern von Situationen zu etwas hin, wo mehr Leichtigkeit entsteht. Genau. Also was sind denn dann deine Tipps jetzt hier für alle Zuschauer auch? Wie füge ich denn mehr Spaß wieder meinem Leben hinzu, wenn es doch sowas Unnormales auch ist? Naja, das Erste würde ich mal gucken, ist es überhaupt das, was jemand wählen möchte? Ich meine, es heißt ja nicht so, also für mich ist es überhaupt nicht normal, dass das jeder wollen muss. Okay. Sondern wenn jemand sagt, nee, ich habe andere Dinge, die für mich wichtig sind und wo bei mir sich der Raum öffnet, das kann ja auch was anders sein.
Die Frage erstmal, ich glaube, man kann es nur wählen, haben zu wollen, wenn es wirklich die Energie matcht, wenn es zu der Person auch echt passt. Mhm. Weil es gibt ernstere Menschen von Natur aus, die sind ein bisschen introvertierter oder das sind ja die, wo der Dane oft sagt oder so bei Kursen, geht es dir gut, hast du Spaß? Und der sagt ja oder die Person. Und dann sagt er, dann lass es dein Gesicht auch wissen. Ja? Ich mag das, wenn er das sagt. Und das heißt, wie der Mensch das empfindet für sich, bei mir sieht man es, ja. Also bei mir sieht man auch, wenn ich keinen Spaß habe. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das so für jeden dasselbe ist. Ich glaube eher, für mich ist es eher so, dass ich, wenn ich auch Einzelcoachings mache, was ich super gern mache, Menschen eher zu fragen, hey, was ist denn dein Ziel? Wo möchtest du denn hin? Wovon möchtest du mehr in der Welt sehen? Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich für mich noch entscheidender als jetzt, darf dein Leben auch Spaß machen? Also auch oder nur oder wie auch immer. Was möchtest du wirklich in deinem Leben? Weil immer dann, wenn es an so Situationen kommt, an so Abhänge, wo es mal kritisch wird, wo es mal eng wird, wo es auch mal anstrengend wird, richten sich die Fragen, wie wird mein Leben in 10 Jahren aussehen, 20, was auch immer, wenn ich das oder das wähle, das ist ja wie die Basic unten drunter. Und wenn die nicht passt, das Fundament vom Haus nicht steht, dann eierst du immer auch bei diesen Fragen so umeinander. Also ich würde für das Jahr 2020, wer Lust hat, ich mache selber auch immer wieder, echt den Tipp mitgeben, fragt euch nochmal, was wollt ihr wirklich für die Welt oder fürs Universum, aber auch für euer persönliches Leben. Das kann ja auch was Verschiedenes sein oder sich ergänzen. Und dann zu sagen, und wie kann ich dabei jetzt Spaß haben? Weißt du, was ich meine? Also nicht, bei mir ist ja eurem Leben nicht der Spaßfaktor basic, sondern ich kann ja auch dieses Frühstück früh um 5:30 machen, das jetzt nicht an sich spaßig ist, aber da Spaß hinzufügen. Also ist die Frage, was kann ich heute in meinem Leben hinzufügen, wenn man das natürlich will, was ja noch mehr Spaß hineinbringen würde. Ja. Wir sagen ja, also Geld folgt der Freude oder auch die Kreation deines Körpers folgt der Freude. Und ich kenne auch keinen einzigen, der einen Beruf hat, wo 100% von dem Beruf nur cool sind. Nee. Also du hast immer irgendwie eine Kleinigkeit mit drin. Beim einen ist es die Steuer herrichten, beim nächsten ist es das Klo putzen. Es ist wurscht, aber du hast in jedem Lebensbereich Bereiche drin, die machst nicht gern. Ist auch nicht schlimm. Aber auch insgesamt da in der Lage zu sein, das mit mehr Spaß zu machen, also den Spaß dazu zu wählen und immer wieder zu sagen, okay, ich habe gewählt, die Firma zu haben, diesen Beruf zu haben, dieses Ding, diesen Job zu machen und alles, was da jetzt nicht so rund läuft, das kann ich aber steuern, aber die Gesamtpackung ist meins und das ist genau das, warum ich Foundations so liebe, weil da haben wir genau diese Werkzeuge in einer Fülle drin, die wirklich diesen Alltag, also eigentlich sollte man den aus meiner Sicht, also interessante Ansicht, bereits im Kindergarten vielleicht spielerisch anfangen zu vermitteln. Das wären auf jeden Fall coole Werkzeuge, die man immer brauchen könnte. Ja? Da bin ich voll bei dir. Also umso früher, umso besser. Und die Kinder, die jetzt geboren werden von Müttern und Vätern, die Access machen, wow, 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 was die im kleinsten Alter schon, wie selbstbewusst die sind und wie die durchs Leben gehen und kreieren. Ich finde es faszinierend. Ingrid, was mir aber noch kommt mit diesem Spaß, da ist auch ganz viel, weißt du, wenn ich an Spaß denke, dann sehe ich vielleicht wirklich dieses total Ausgelassene, schon fast eben Betüdelte und so. Was ist denn Spaß für jeden Einzelnen? Also ich meine, dein Spaß kann ein anderer sein wie mein Spaß und der Christa, ihr Spaß wird anders sein vielleicht wie mein Spaß. So, wie finde ich denn heraus, was mein Spaß, also was Spaß wirklich für mich als Person bedeutet und wo ich mich nicht einkaufe? Also ich würde zuerst mal fragen, okay, Universum, zeig mir heute, was Spaß für mich ist. Geile Frage. Finde ich eine super coole, so simpel, aber wir wissen es oft nicht. Ja, und dann gibt es
Jeder hat andere Körperwahrnehmungen. Also unser Körper ist ja unser Wahrnehmungsinstrument. Ohne Körper, der Körper ist im Grunde derjenige, der uns die Wahrnehmung bringt. Wenn du was nur in die warme Badewanne steigst, wer macht dann, also vorausgesetzt Badewanne liebt dein Körper, dann das macht ja nicht dein Being. Das hat ja keine Ansicht. Das wird wahrscheinlich in euren kalten See steigen, aber der Körper hat ja diese Sensationen von kalt, warm, angenehm, toll, nicht so toll. Und ich kann mir vorstellen, ich kann es ja nur für meinen Körper jetzt so sagen, dass ich auch Freude und Spaß, jetzt nehme ich mal Freude noch mit dazu, für jede Person anders anspürt. Also nicht nur unbedingt, also Körper fühlt. Ja, wir haben natürlich in Access auch dieses Fühlen ist etwas, wo man so nicht, manchmal nicht genau weiß, sollte man jetzt oder nicht. Aber der Körper fühlt und hat auch Sensationen durch die Nerven, durch die Kommunikation im Körper. Und jetzt kann sein, dass bei dem einen, also ich zum Beispiel, wenn ich Spaß habe, bei mir fühlt sich das so an, wie ein bisschen wie verliebt sein. Das ist so, wie wenn aus der Magengegend, so wie wenn das so bubbelige Energie sich breit macht. Und kann aber auch in einer andere Richtung gehen. Also es gibt ein paar verschiedene Versionen. Ich würde einfach mit Spielen anfangen. Hey, lieber Körper, zeig mir heute, was Spaß für mich ist. Ich sage jetzt so eine simple Frage, aber sie kreiert so viel, wenn man wirklich damit anfängt, sie zu stellen und zu fragen. Was noch, Ingrid? Das nächste ist, vor allem in Situationen, die einem so richtig auf den Nerv und auf den Zeiger gehen, zum einen zu sagen, okay, wie viel Signifikanz kann ich rausnehmen aus der Situation und wie viel Spaß kann ich hinzufügen? Also ich habe jetzt zum Beispiel, was weiß ich, du musst was sauber machen, keine Ahnung, wo du sagst, überhaupt nicht mein Ding, muss ich aber tun. Du hast einen Raum, da kommt morgen ein Klient, du hast schon einen Monat nicht benutzt, weil du auf Reisen warst. Du denkst mal, die Fenster schauen aus, das geht nicht anders. Das kann jetzt auch heute kein anderer mehr tun. Sprich, es ist klar, du machst es. Und dann herzugehen, okay, wie viel Spaß kann mir das machen? Was kann ich hinzufügen? Kann ich vielleicht im Hintergrund auf meinem Handy einen Call laufen haben, den ich eh schon lang hören möchte und das hinzufügen, ja? Oder kann ich mit einer Freundin telefonieren, während ich das mache? Oder kann ich sonst was tun, während ich das tue? Und plötzlich ist die Scheibe sauber und denkst dir, wow, das ist mega, ich habe es geschafft. Und dann kommt der Klient und es läuft einfach rund. Und dann ganz wichtig, nicht anzuerkennen, dass du es getan hast. Wir haben eine Frage im Chat. Und ich bitte, bitte an alle hier, wenn ihr eine Frage habt oder der Ingrid eine Frage stellen wollt, ob ihr euch freischaltet, also vom Stummen wegschaltet. Die Angelika hat scheinbar eine Frage, da sehe ich sie immer wieder aufblitzen. Oder sie muss einfach nur einmal stumm geschaltet werden. Ja, schauen wir mal. Dann sage ich erstmal die Frage, die hier im Chat ist. Ist Spaß nicht das, auf das dein Körper ständig Lust hat und wo er sich in Zeit und Raum verliert, fragt die Anni. Das klingt gut, das übernehmen wir genauso. Auch so, wow. Ja und nein. Also ja, wenn es bei dir so ist, mega, dann anerkenn das. Das ist echt ein Geschenk. Ich kenne auch Menschen, die von zu Hause so konditioniert sind, dass tatsächlich der Körper wahrscheinlich immer noch so reagieren würde, aber ganz, ganz durch bestimmte Ansichten erst durchgehen dürfen oder die, wie soll ich sagen, diese Wahl ganz bewusst treffen dürfen, dass sie sich das wieder erlauben, dieses Wohlgefühl mit der Freude und dem Spaß. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie du auch groß wurdest, wie das Umfeld war für dich und was dann in deinem Leben als eben normal oder nicht normal gilt. Es gibt Eltern, wo das wirklich so unterdrückt wird oder wo dann die Kinder es unterdrücken, weil sie eben Angst haben, sie sind zu viel, wenn sie so sind, wie sie sind.
wo es die Eltern nicht, also nicht, dass ihr den Eindruck habt, es sind immer die Eltern das Thema, die sind viel Thema, aber nicht, dass die jetzt böswillig uns hier das Leben schwer gemacht haben, sondern die haben das ja auch schon übernommen. Da hilft natürlich auch der biomimetische Körperprozess unglaublich, der in Foundation auch vorkommt, unter anderem, den man auch als Körperprozess so machen kann, einzeln auf Kursen oder im 3-Tages-Körperkurs macht. Und an sich ist es korrekt, der Körper, wenn wirklich so, schaut es mal Kinder an, die jetzt nicht so in komischen Situationen groß werden und diese Bewertungen weniger haben, die haben ja, da ist ja der Körper, der ganze Ausdruck, das Kind hat ja Spaß mit dem Ganzen, das strahlt ja spaßförmlich aus und der Körper sorgt dann auch ständig dafür, dass es mehr davon gibt, das ist korrekt. Aber nicht, leider haben uns nicht alle Erwachsenen den Status sich erhalten können. Ich glaube, ich hatte das Glück, dass meine Eltern zu beschäftigt waren, mich zu erziehen. Das ist gut. Alle Eltern hast du dir ausgesucht. Ja, also mein Papa, der hat nicht so viel von Erziehung gehalten. Ich glaube, das war ein ziemlicher, der war ganz anders wie viele andere. Der konnte auch mit Menschen nicht, der konnte mit Tieren und Kindern. Das ist ja schon mal so ein Zeichen, gell, dass der schon mal nicht in der Gesellschaft so verankert war. Und meine Mama, die war so traumatisiert durch Kriegserlebnisse, also eher eine tragische Geschichte, dass eigentlich nur ihr Körper als Hülle da war. Und die war so beschäftigt mit ihren Dramen und Traumen, dass, also ich glaube, ich habe mir da relativ viel erhalten können. Ich habe andere Geschichten dann auflösen dürfen, aber das jetzt nicht, genau. Und ja, überall, wo wir uns jetzt nicht erlauben, dass der Körper wieder hier mit die Steuerung in die Hand nimmt, können wir das auch zur Stellung klären. Ja. We don't go bad, but online shorts, boys and beyonds. Und dieses, wo ich vorher gemeint habe, wo man selber dann einfach auch manchmal in der Klarheit mit, also Gary und Dane sagen oft, you have to educate yourself. Du musst dich auch manchmal erziehen an bestimmten Stellen, dass eben auch Dinge, die man bisher nicht so gern gemacht hat, auch mit Spaß machen kann, wenn man es wählt. Eine Sache, die ich ja von dir weiß, die dir noch so wahnsinnig Spaß und Freude bereitet, sind ja die Esse. Also es geht um den Körper, sind ja auch diese Esse-Intros, die du gibst. Ja. So was ist es, was dich da so dran fasziniert? Das würde mich auch noch interessieren. Also zu Esse bin ich so mehr oder weniger zufällig gekommen. Ich habe überhaupt keine Vorstellung gehabt, was das sein könnte. Übrigens haben das die meisten nicht, bis sie es einmal erleben. Einige von euch kennen vielleicht die Susi Gotti, die eigentlich ursprünglich aus Deutschland stammt und auch Deutsch spricht. Weil manchmal ist Verwirrung im Kurs, dann, weil es durch ihren Namen meinen manche, ob denn der Kurs übersetzt wird, sage ich, ja, der findet sogar auf Deutsch statt. Und sie liebt es, ein- oder zweimal im Jahr einen deutschen Kurs zu geben, weil sie sonst ja echt mit Englisch viel unterwegs ist. Und die Susi hat Esse begründet und sie wusste auch nicht, dass es Esse ist. Das hat ihr irgendwann der Gary dann verraten. Der kann nämlich so Energien wunderbar in Worte packen. Und das heißt zu gut Deutsch energetische Synthese der strukturellen Verkörperung. Klingt toll, gell? Und da kriegt man halt so mit, also ich habe auch vor meinem Leben mit Exes, dachte mir immer, diese ganzen Philosophien, wo es immer darum geht, den Körper zu überwinden, hat für mich nie Sinn gemacht. Ich habe immer gedacht, naja, wir leben hier, wir sind hier inkarniert mitten im Körper, wieso sollte ich jetzt den irgendwie so, ich habe das auch alles zum Teil ausprobiert, wie das jetzt ist, wenn man 365 Tage Mantras spricht und sich da irgendwie in so Korsetts schnürt, von der Philosophie her, zum Gucken, was passiert. Das hat für mich nicht gut funktioniert. Und für mich ist schon der Aspekt, der Körper ist da, damit ich mit dem Being gemeinsam was erschaffen, was kreieren, was erleben kann und auch andere Leute einladen kann, das zu tun. Und das Essay macht für mich so diesen Schlüssel dazu. Oder auch, vielleicht ist es auch das Schloss, das ist ja wurscht wie rum, aber es ist so, dass das unser Being, unser Wesen, das wir ja immer sind, eine Möglichkeit findet, mit dem Körper zusammen wirklich wie so zwei beste Freunde
durchs Leben zu gehen. So, an. Und Essie ist nicht nur es ist wirklich eine Körperbehandlung, also es geht darum, Hände auf den Körper zu legen, aber es ist auch eine Energie, es ist beides. Und es hat sich auch verändert, seit ich dabei bin. Es ist also auch nicht starr, wie nichts bei Access starr ist. Und es ist energetischer geworden, aber dennoch ein Prozess, wo man die Hand am Körper hat oder beide Hände. Und die Intros, die bieten die Möglichkeit für Leute, die sich gar nichts darunter vorstellen können und sagen, ich weiß nicht genau, ob ich auf so ein Essie-Body oder Essie-Pferde oder gemischten Kurs Essie-Extravaganza möchte, dass sie einfach da einen Geschmack drauf kriegen können. Und auch nach einem Intro, ab da haben sie die Energie zur Verfügung. Sie haben jetzt nicht, wie soll ich sagen, sie sind nicht autorisiert, als Practitioner dann danach Sitzungen zu geben, aber sie können es für sich bereits verwenden und das finde ich mega. Ich habe auch meistens einmal im Jahr mindestens Susi oder Andrew bei uns von Essie Body Kurs. Ja. Deswegen, weil du liebst es, dir macht es nur Spaß, du sprudelst da. Ja. Deswegen hab ich noch ein bisschen mehr darüber hören wollen. Ja. Ja. Und ich finde Essie was, wo tatsächlich, also SOP ist auch toll und ist auch für den Körper ein Beitrag und auch jedes Clearing ist für den Körper ein Beitrag. Aber Essie ist für mich sowas wie die Verschmelzung davon, aber gleichzeitig auch wie die beiden Körper und Being mit mehr Leichtigkeit zusammen sein können. Und da passieren zum Teil Veränderungen, die jetzt mal wissenschaftlich nicht nachvollziehbar sind. Also von dem, was alles sein kann. Und wenn jemand da draußen, ich meine, du gibst ja Foundation-Kurse, Basiskurse und die Esse-Intros auch und wenn die Leute es einfach gerne mal möchten oder dich hosten möchten, können sie sich einfach bei dir melden. Ja, die Christa postet hier schon, einfach auf deine Webseite gehen und finden, weil so wie du das beschreibst, ich so, kann man bitte morgen gleich einen haben? Ich bin so, mein Körper ist so, bitte jetzt. Ich weiß nicht, wie es euch allen geht, die zuhören, aber man merkt einfach wirklich deine Freude daran. Und also ich habe wirklich Lust, ich habe schon mal gesagt, man müsste einfach mal so eine Essie-Intro-Tour durch Deutschland machen, weißt du, so Städte-Hopping mit Essie-Intro. Also ja, wäre ich voll offen dafür. Erstens reise ich gern. Und zweitens ist es so, ich meine, jetzt es können inzwischen bestimmt auch mehr Leute nur Intros geben. Aber dennoch ist es so, es macht ja auch manchmal Sinn, den Ort zu wechseln, macht neue Ideen, man trifft neue Leute. Und jetzt nur nach Hamburg für ein Intro zu fahren, ist natürlich schon ein bisschen weit. Aber wenn ich natürlich auf dem Weg nach Hamburg noch 3 Stationen habe, das wäre eure Idee. Aber ich weiß ja, du bist ja selbst einmal um die Welt fast gereist, um zu einem Essie-Kurs zu gehen. Also ja. Ja. Also mein weitester Essie-Kurs, den ich war, war ein Essenz. In Tokio. Oh, hier schreibt die Maria gerade noch was ganz Geniales und sagt, und Ingrid ist auch ein Facilitator, die ihre Kurse auch auf Englisch gibt. Ja. Und zusätzlich eine wunderbare Übersetzerin ist. Oh, danke. Danke, Maria. Oh, für Jan Senken. Empfangen. Ja. Ja, ich hatte die Kurs in Action. Ich hatte das Vergnügen, die Maria in China jetzt insgesamt schon 2-mal jeweils für 3 Kurse zu übersetzen. Von dem gepflegten, lieblichen Wienerisch in Englisch. Chinesisch spreche ich aktuell nicht, aber what else is possible? So wie du lachst dabei, würde dir auch das Spaß machen. Wir haben letztes Mal festgestellt, dass einzelne Wörter, wenn die jetzt auf Chinesisch dann antworten, weil ich kriege dann auch die Übersetzung, ich kenne die Wörter inzwischen, das ist echt cool. Chuda heißt ja. Ja. Und jetzt würde ich einfach euch nochmal fragen da draußen, wir haben noch ein paar Minütchen. Hat jemand von euch noch eine Frage an die Ingrid? Irgendwas, was auch immer du wissen möchtest, was du sie schon immer mal fragen wolltest. Wo du auch schon immer mal vielleicht ein bisschen facilitiert werden wolltest. Dann einfach kannst du entweder in den Chat hier reinschreiben, ich werde es laut vorlesen, wenn du selber nicht fragen möchtest, oder einfach links unten deine Stummschaltung aufheben
Und dann geht's schon los. Wer traut sich? Traut sich jemand? Ja, immer. Ich habe da keine Ansicht dazu hier. Ich würde an der Stelle einfach mal nur sagen, ich finde einfach auch, meine Familie ist ziemlich mega, weil wir haben so das besondere Glück, dass bei uns wirklich keiner dem anderen irgendwie im Weg steht, im Gegenteil. Also ich nutze jetzt mal die paar Minuten und sage einfach mal, dass sowohl mein Mann Axel als auch meine Kinder Romana, Alina, Merlin einfach mega, eine mega Wahl von mir waren. Das klingt jetzt echt witzig, gell? Hopefully the opposite also. Hoffentlich sehen die das jetzt ähnlich. Bestimmt. Nee, weil das ist ja auch oft so. Ich meine, ich kriege ja auch bei Facilitierungen im Kurs mit oder genauso auch bei Einzelsessions, was da oft eben anderes geschieht und passiert. Und ja, ich kann natürlich auch viele, viele Dinge mit der Leichtigkeit umsetzen, weil ich da auch nicht dran gehindert werde, gell? Was mit dem gehindert werde, soll jetzt bedeuten, ich wähle es schon immer nur selber. Das ist, macht kein anderer für euch. Von deinem Mann kommen gerade Herzchen. Ach Gott, süß. Herzchen, der hat so echt, der hat, also, ich habe letztens mal, hat irgendjemand gesagt zu mir, dass er irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Zusammenhang war, irgendwas mit Glück hatten. Aber ich meinte, nee, es ist andersrum. Ich habe ein Glück, weil eigentlich lässt er mich wesentlich mehr so sein, wie ich bin, als ich ihn manchmal. Also von dem her. Aber ich weiß es und ich anerkenne es mal. Ja. Cool. Dann fand ich das ein wirklich mega geniales Gespräch hier mit dir. Danke dafür. Ich weiß nicht, wenn du noch was am Schluss noch extra dazu sagen möchtest, aber ich fand es einfach echt, man hat so richtig deine Freude an Access, an dem, was du machst, an deiner Familie, an das, was du in die Welt bringst, so sehr gespürt. Danke, danke, danke. Ja, danke dir für das mega coole Interview. Ich muss sagen, es hat unglaublich Spaß gemacht, auch von dir interviewt zu werden. Und danke auch für die Flexibilität, Christa, und alle anderen, weil normal haben wir ja immer 7 Uhr und ich habe dann, als Fatma sagte, sie muss um 7 Uhr woanders Wichtiges dabei sein, was ich voll kenne und verstehe, dachte ich mir, aber was ist da nur möglich? Ich möchte eigentlich jetzt gar nicht wechseln, weil das hat sich so cool angefühlt. Und dann haben wir einfach 8 Uhr gemacht und ich danke euch allen einfach für diese, ja, auch diese Spontanität. Mhm. Super. Also so ein schönes Interview. Vielen Dank. Hab viel über Spaß und Freude gelernt. Vor allem über Spaß in Deutschland. Und mir so aufgefallen. Ja. Das gibt es, glaube ich, nur im Karneval, den Spaß in Deutschland. Da könnte man gerade nochmal ein extra, vielleicht bietet dir die Ingrid irgendwann mal einen Zoom oder sowas an. Wie bringe ich Spaß nach Deutschland oder so? Oder Freude in Deutschland? Oder ich weiß noch nicht genau, Ingrid, vielleicht wäre das ja was. Yes. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist, wie abnormal wir schon sind? Mit der Freude, die wir haben, ja. Maria sagt, und nach Österreich auch bitte. Ja. Ich glaube, ich lebe da auf einer Insel der Seligen. Ja, vielen, vielen Dank, ihr zwei. Ganz toll. Und natürlich auch allen Zusehern, Zuhörern. War echt super. Ja, auf. Mehr Spaß und Freude im Leben, oder? Ja. Absolut. Mua. Danke euch allen. Bye. Schönen Abend noch und die Aufzeichnung kommt dann natürlich so bald wie möglich einfach auch wieder in die Gruppe. Alles Liebe und einen wundervollen Abend noch zu euch. So. Dankeschön.